Stürmisch geht's rein ins neue Fußballjahr in der Frauen-Bundesliga. Widrigste Bedingungen am Brentanobad bei Eintracht Frankfurt gegen den SC Freiburg. Die Eintracht nach einer Top-Hinrunde in Reichweite der Champions-League-Plätze. Und sie gingen als Favorit ins Rennen gegen den Sportclub Freiburg. Guter Auftakt, wir sind in der 26. Minute. Und das ist Barbara Dunz mit der gefährlichen Hereingabe. Und die wird noch gefährlicher. Laura Freigang ans Aluminium. Raffaella Borggräfe, die ließ den Ball wieder fallen. Top-Möglichkeit für die Angreiferin der Eintracht, die kurz danach nur noch zu 10 spielten. Sarah Dawson neu gekommen vom VfL Wolfsburg. 35. Minute mit der Notbremse gegen Hasret Kayıpçı. Und die verwandelt den fälligen Freistoß zur 0:1 Führung für die Gäste. Hasret Kayıpçı, die Kapitänin, selbst rot gesperrt am Ende der Hinrunde. Seit dem 5. Spieltag nicht mehr getroffen, buxiert den Ball vorbei an der Mauer zum 0:1. Die Antwort der Eintracht folgte in Minute 45. Ruhender Ball, wieder von der linken Seite, da waren sie gefährlich. Und diesmal macht's Laura Freigang. Das 0:1 egalisiert mit ihrem 7. Saisontreffer, und mit einem Remis ging's in den Pausentee hinein in die Kabine. Zweite Halbzeit, Freistoß Frankfurt mit einer Spielerin weniger, wird gefährlich. Nüsken, Braschnika, Martinez ließen da jede Menge liegen zum Auftakt in die zweite Hälfte. Kompliment an die Moral der Adlerträgerinnen, die trotz Unterzahl hier ordentlich Chancen kreierten. Aber das Abwehrbollwerk des SC Freiburg hier nicht nur buchstäblich, sondern auch faktisch hält dieses Unentschieden. 60. Minute, Eckball Verena Henschow, Ex-Freiburgerin, wieder wird's gefährlich. Und diesmal ist es Nüsken, und diesmal hält Raffaella Borggräfe, die 21-Jährige. Klasse gemacht, und im zweiten Anlauf kriegen sie es dann verteidigt, die Breisgauerinnen. Aber es brannte lichterloh im eigenen 16-Meter-Raum, am eigenen 5-Meter-Raum. Es häuften sich die Chancen für die Eintracht. Wir sind dann drin in der 71. Minute. Befreiungsschlag, eigentlich landet auf dem Kopf von Nüsken, aber die macht das gefährlich. Frankfurt pennt hinter Memeti. 1:2, unglaublich. Der SC Freiburg mit der einzigen Chance in Halbzeit Nummer 2, eiskalt genutzt. Erleta Memeti macht das souverän gegen die Ex-Freiburgerin, gegen Merle Froms, die Torfrau, die hier keine Chance hat. Und zugleich ein Riesenjubiläum für den Sportclub. 700. Bundesligator für Freiburg. Damit aber noch nicht Schluss, denn natürlich der Sportclub mit Kontermöglichkeiten. Völmli aber zu zentral abgezogen in dieser 77. Spielminute. Es spielte danach nur noch die Eintracht aus Frankfurt, die noch mal alles nach vorne warf in der Schlussphase. Wir sind drin in der Nachspielzeit. Santos bringt den Fall nach vorne, dann ist es Braschnika, dann ist es Freigang. Vorbei die Chance, es blieb dabei. Frankfurt verliert zum ersten Mal zu Hause in dieser Saison mit 1:2 gegen den SC Freiburg, der wieder mal auswärts Punkte entführt. Die Stimmen zu dieser Partie. Ja, es war ein schwieriges Spiel. Wir haben kämpferisch am Ende alles nochmal reingeschmissen. Und ich glaube auch, dass ein Ausgleich verdient gewesen wäre. Aber ja, es ist eine bittere Niederlage, aber wir lernen draus. Und beim nächsten Spiel ist es besser zu sein. Also ich glaube, auch bei dem Wetter sieht man, dass wir dann doch der Sonnenschein sind mit dem Lächeln auf dem Gesicht nach so einem Sieg. Und ja, letztendlich dann auch ein schönes Tor gemacht. Ja, der Sportclub, der kann sich auswärts sehen lassen. Drei Auswärtsspiele in Folge gewonnen nach Sands Essen. Klappt's nun auch am Brentanobad. Die 0:1 Hinspielniederlage damit vergessen. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.